Wenn es euch auch so geht wie mir, dass ihr euch nicht entscheiden könnt, ob euch so dicht gemalte Bilder wie Ölbilder besser gefallen oder diese duftigen, lockeren Aquarelle, dann habe ich heute einen guten Tipp für euch. Und zwar kann man nämlich Acrylfarben benutzen wie Ölfarben, eben sehr deckend, oder aber man kann sie benutzen wie Wasserfarben. Der große Vorteil ist, dass man, wenn man Acrylfarben wie Wasserfarben benutzt, auch ganz große Leinwände bemalen kann. Und ein Beispiel dafür seht ihr jetzt gleich nach dem Intro. Ja, und damit herzlich willkommen auf dem Wunderhof und bei Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Mein Name ist Evi Steiner-Böhm, ich bin Künstlerin und das hier sind Pedro und Rosa, meine zwei kleinen Freunde, die ihr vielleicht schon aus anderen Tutorials kennt. Genau, und ich habe euch ja gesagt, ich zeige euch jetzt gleich so ein Bild, wo ich Acrylfarben wie Wasserfarben benutzt habe. Nur da hat man beide Vorteile, dieses leichte, duftige Weiß, das von der Leinwand durchschimmert, aber man kann halt auch sehr dicht malen. Und der noch größere Vorteil ist, dass das Ganze eben nicht wasserlöslich ist und deswegen auch für Anfänger leicht zu bewältigen ist. Und wie das Ganze funktioniert, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Schauen wir uns zuerst das Material an, das wir benutzen können. Und zwar, wie gerade schon gesagt, kann man das Ganze auf Leinwand machen. Das ist ein kleines Stück, da zeige ich euch das bloß ungefähr, wie das funktioniert. Oder aber vielleicht ein bisschen vorher üben und da würde ich euch einen Aquarellblock dazu empfehlen. Aber es funktioniert auch auf einem dicken Zeichenkarton. Das zum Üben macht es überhaupt nichts aus. Dann habe ich jetzt für das heutige Beispiel habe ich so dieses grüne Seerosenblatt mir vorgenommen und da habe ich folgende Farben. Ich habe Zitronengelb und Cadmiumgelb als Gelbtöne, dann habe ich gebrannte Siena als Rotton und Ultramarinblau und Pariser Blau als Blautöne. Das reicht, das sind genügend Grundfarben, um das zu mischen, was wir für dieses Bild brauchen. Und für diejenigen, die noch nie Aquarell gemalt haben, ist das natürlich jetzt gewöhnungsbedürftig. Wir haben kein Weiß. Das Weiß beim Aquarellieren ist unser Papier. Und wenn wir irgendwas weiß haben wollen, dann müssen wir einfach den Platz auf der Leinwand oder auf dem Block weiß lassen. Oder wenn wir Farbe heller mischen wollen, dann müssen wir einfach mehr Wasser dazugeben. Und das ist natürlich gewöhnungsbedürftig, wenn man es noch nie gemacht hat. Diejenigen, die schon mal aquarelliert haben, die kennen das natürlich. Was ihr aber auf jeden Fall braucht, ist ein einigermaßen anständiger Aquarellpinsel. Die sind nicht allzu teuer. Das ist ein 12er und der reicht da völlig aus. Der macht eine schöne Spitze, aber der kann eben viel Wasser aufnehmen und das ist halt das, was wir jetzt für dieses Aquarellieren brauchen. Ich zeige euch, wie das Ganze funktioniert. Jetzt an diesem Blatt, das ist total einfach zu zeichnen. Das ist im Endeffekt nichts anderes als ein Kreis. Und wenn wir jetzt diese Spiegelungen da drauf, ne, wenn wir das haben wollen, dann müssen wir eben einige Stellen einfach weiß lassen und nur den Rest ausmalen. Und ich mische mir jetzt einfach eine Grün aus der Pariser Blau, dem Cadmiumgelb und ganz wenig Siena. Und ich nehme ganz viel Wasser. Und dann fülle ich einfach diese Form aus und lasse einfach einige weiße Stellen. Und dann kann ich an einigen Stellen eben Schatten und Licht reintupfen. Und so bekomme ich den ganz typischen Aquarell-Look. Ja, und das Ganze lasse ich jetzt trocknen
Und dann kann ich mit einem feinen Pinsel natürlich noch Feinheiten einfügen, aber so prinzipiell ist es eigentlich jetzt fertig so. Und bis das trocken ist, zeige ich euch noch ganz kurz, wie das Ganze auf Leinwand funktioniert. Wenn ihr das Wasser drunter macht, lasst möglichst diesen weißen Rand so lange stehen, bis das Blatt trocken ist, weil sonst verläuft euch das. Und das wollen wir nicht. Den dunklen Rand, den kann man später auch noch mit einem feinen Pinsel machen, wenn das Ganze trocken ist. Aquarellieren mit Acrylfarben hat den unschätzbaren Vorteil, dass Acrylfarben sich erstens beim Trocknen nicht verändern und dass zweitens diese erste Schicht natürlich jetzt wasserfest auftrocknet und ihr ohne Angst haben zu müssen, dass ihr der unteren Schicht was tut, darüber malen könnt. Wenn ich da jetzt meine Details von dem Blatt reinmalen möchte, dann wäre es natürlich beim Aquarell, dass ich immer Angst haben muss, dass ich die Farbe wegwische, und das passiert mir natürlich jetzt beim Acryl nicht. Und jetzt kann ich natürlich so den Schatten drunter malen, nur so, als würde das Blatt im Wasser schwimmen und eben da einen Schatten werfen. Und genau wie beim Aquarell kann man auch so ein bisschen so Spritzer noch drauf machen, die so zufällig ausschauen, so wie Lichtreflexe. Und so schaut das Ganze dann auf der Leinwand aus. Ist genauso schön, finde ich, fast noch schöner. Ja, das war alles zum Thema Technik. Und jetzt zeige ich euch noch, wie man das Ganze dann in ein Bild umsetzt. Also nachdem ich leider kein passendes Foto machen konnte, weil das halt immer schwierig ist, natürliche Umgebungen so zu drapieren, dass die für ein Bild passen, erfinde ich halt jetzt einfach das so analog von dem großen Bild, das wir gerade schon beim Intro gesehen haben. Und ich werde Folgendes machen. Ich werde diese Blätter auch so ein bisschen in den Hintergrund packen und werde behaupten, dass hier dann so Lichtspiegelungen vom Himmel im Wasser stattfinden und dass am Ende noch so zwischen den Blättern so kleine Wasserlinsen schwimmen. Einfach damit neben den dominierenden großen Blättern eben auch noch ein bisschen was Kleinteiliges drin ist. Und von der Vorzeichnung her habe ich die Motive jetzt so platziert, dass das Bild gesprengt wird, dass man so das Gefühl hat, ja, da könnte vielleicht jetzt irgendwas fließen. Ja, und das war eigentlich schon alles. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen und am Ende schauen wir uns das Bild nochmal kurz miteinander an. Thank you.
So sieht das fertige Acrylaquarell jetzt aus. Und das Gute ist auch, ihr habt jetzt, wenn ihr das rahmen wollt, ne, wenn ihr zufrieden seid, wieder zwei Möglichkeiten. Ihr könnt es entweder so rahmen, wie man Ölbilder rahmt. Dazu würdet ihr diese Leinwand jetzt auf eine MDF-Platte aufziehen, und zwar einfach mit Holzleim, so wie man tapeziert. Ne. Könnt ihr euch in dem Video anschauen, wo es darum geht, wie man Malgrund selber vorbereitet. Das kann man auch mit fertigen Bildern, das schadet dem Bild überhaupt nichts. Oder aber wenn ihr sagt, okay, das ist eine Möglichkeit, wo ich weitermachen möchte, würde ich entweder dann halt fertige Keilrahmen schon gleich kaufen, oder aber ihr könnt das Ganze größer zuschneiden, damit ihr, wenn ihr zufrieden seid mit dem Bild, damit ihr es hinterher eben auf einen Keilrahmen aufspannen könnt. Aber ich finde immer die Platten eigentlich praktischer, sind vom Lagern her leichter, und das ist auch vom Rahmen her, kann man auch mal so DIN-Rahmen nehmen, die eben nicht so tief sind. Genau, und wenn er aber sagt, nee, ich möchte es gern wie ein Aquarellrahmen, zeige ich euch auch noch, wie das ausschaut. Und zwar halt dann einfach mit Passepartout-Rahmen. Ihr müsst jetzt das auch nicht unbedingt mit Glas rahmen, aber wenn ihr es dann wie ein Aquarell rahmt, würde ich es ehrlich gesagt auch hinter Glas packen. Das ist den Acrylfarben egal, die vertragen beides. Ne? Ölfarben darf man nicht hinter Glas rahmen, weil sonst kann es sein, dass die zum Schimmeln anfangen. Genau, das war's wieder für heute. Ich hoffe, ich habe euch inspirieren können, mal mit Acrylfarben ganz anders zu experimentieren. Und ich hoffe natürlich wie immer, dass ihr beim nächsten Video auch wieder mit reinschaut. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit.